Absolutely, I can talk about Ostara. I have my Grimoire here for reference, so let's get started. Ostara. Mahlzeit, immer noch nicht. Und es passt sehr gut, dass der 1. April dieses Jahr auf den Ostersonntag fällt, weil das beides eigentlich dasselbe ist, nur halt aus unterschiedlichen Kulturkreisen, genauso wie die Walpurgisnacht. Was meine ich damit? Also Ostern ist das Neujahrsfest da von den Christen, kommt so aus der hebräischen Ecke, von den Juden und so weiter und so fort. Der Jesus stirbt, damit stirbt auch das alte Jahr, dann folgt die Zeit zwischen den Jahren, also diese 3 Tage da, und dann steht der Jesus wieder auf und damit beginnt das neue Jahr. Und der 1. April ist auch ein Neujahrsbrauch, der sehr wahrscheinlich zu der Zeit des 30-jährigen Krieges in der Region Bayern entstanden ist. Und da geht es um nichts anderes, als die Leute mit einem kleinen Scherz ins neue Jahr zu schicken, damit sie halt Glück haben. In dieselbe Kerbe haut auch der Osterhase, der auch ein Brauch ist, der Pi mal Daumen im 17., wenn nicht sogar 16. Jahrhundert auch wieder so in der Region Bayern entstanden ist. Die möchten da halt ihren Spaß haben und der Osterhase ist explizit in aller Klarheit eine Ammengeschichte, also eine Verarschergeschichte für Kinder und Einfältige. Ja, natürlich kommt der Osterhase da an und natürlich legt ein Hase da die Eier für dich. Und dann hat man da die Kinder zum Aufräumen in den Stall geschickt und dann haben die da vielleicht irgendwelche Holzeier gesucht. Da kommt der Brauch her. Das alles vermischt sich alles immer wieder, denn Ostern zum Beispiel folgt ja dem Mondkalender. Dahingegen der 1. April folgt dem Sonnenkalender. Und die Walpurgisnacht, die sehr wahrscheinlich ursprünglich dem Mondkalender folgte, hat sich dann an den Sonnenkalender angedockt und dadurch vermischen sich halt diese ganzen Bräuche. Da musst du halt auch immer ein bisschen mitdenken, dass hier in Deutschland schlicht und ergreifend verschiedene Kulturen immer wieder aufeinander gestoßen sind. Und du kannst das alles auch sehr schön nach den Motiven trennen, denn genauso wie es die Diskussion um die Germanica Slavica geht, also um diese Mischform vom Germanischen und vom Slawischen, gibt es auch die Bavaria Slavica. Und in den sorbischen Gebieten haben wir ganz klar diesen Eierbrauch mit dem Anmalen und das wird halt auch rübergetröpfelt sein nach Bayern und die werden da halt ganz einfach ihr eigenes Ding gemacht haben und das halt auch mit ihren keltischen Wurzeln vermischt haben. Dahingehend die Walpurgisnacht ist ganz klar etwas Keltisches, aber da hat halt auch etwas rübergetröpfelt mit diesen ganzen Feuersbräuchen, mit diesem Anzünden von diesem unglaublich großen Scheiterhaufen. Und was bei dieser ganzen Diskussion auch immer wieder ein bisschen hinten runterfällt oder was einige Leute halt nicht wahrnehmen möchten oder können, ist, dass wir hier im gesamten mitteleuropäischen Raum, also ich sag jetzt mal im slawischen, germanischen und auch im angelsächsischen Raum, da haben wir überall dieses Motiv vom klugen Bauern, der die Obrigkeit verarscht. Es ist egal, ob du nach England gehst, Niederlande, Deutschland, Tschechien und so weiter und so fort, die haben alle eine Version von den Schildbürgern bzw. von den Bürgern von Gotham. Und wenn du das mitdenkst, dann werden einige Sachen nochmal in einem anderen Licht dargestellt. Denn diese ganze Geschichte rund um Ostara geht zurück auf einen Satz, wenn nicht sogar auf einen Halbsatz, Nebensatz von einem Gelehrten namens Beda aus dem 7., 8. Jahrhundert auf der englischen Insel. Das war ein großer, kluger Gelehrter und der hat von einem Bauern erfahren, dass die da irgendwie eine Ostara irgendwie huldigen. Nur gibt es für diese Ostara weder auf der englischen Insel noch hier irgendeinen mythologischen Kreis noch irgendwelche Kultstätten. Die ist nicht nachzuweisen. Über diesen Halbsatz ist dann ein gewisser Jakob Grimm gestolpert im 19. Jahrhundert und damals wollten alle irgendwie germanisch sein, also hat er irgendwie versucht, da eine germanische Göttin irgendwie aufgrund der Sprachwurzel zu rekonstruieren, hat diese Theorie dann aber schlussendlich verworfen. Diese ganze Geschichte rund um Ostara ist also nichts anderes als eine retroaktive Konstruktion aus diesem neopaganistischen Kreis. Wenn hier irgendjemand eine germanische, alte, keltische, slawische oder wie auch immer Göttin braucht, dann bitte in die Richtung Frau Holle schicken oder meinetwegen in die Richtung von der Freier, nach der übrigens auch ein Wochentag benannt ist, sowohl im Deutschen als auch im Englischen.